Nun, die gnädige Frau hat uns ja mal richtig viele Hinweise gegeben. Was? Ja, wir wissen eigentlich nichts mehr als den Namen des Tieres. Das wird knifflig. Oh, ich weiß, was es ist. Es ist gar kein Tier. Ja, es ist ein Stofftier. Nee, es ist in Wirklichkeit ein Mensch. Nein. Doch, die umgedrehte Variante von Schatulle der Pandora. Uh-uh. Des Menschenkern ist dann das Rätsel, wo wir auflösen, dass es... Nein, nein. Oh. Keine Hinweise, gar nichts. Nur diese riesengroßen Fußstapfen im Boden. Nun, da wir zwar alles an... Das ist zwar alles andere als nur optimal, aber wir müssen jetzt einfach mit dem arbeiten, was wir haben. Was haben wir denn? Wir haben nur einen Namen und der ist dazu noch so richtig dämlich, besonders für eine Katze. In unserer Branche gibt es keine einfachen Aufträge, Schür. Wo fangen wir an, Spürnase? Du reitest noch immer auf der Sache rum, was? Gut, dann fangen wir also an. Genau, wir fangen hier an, in diesem Raum. Die Grundlage jeder guten Detektivarbeit sind die Ermittlungen. Wir müssen uns noch mehr Informationen zu diesem Fall aneignen und so. Okay, du hast das Kommando, Sherl. Dann fang mal an mit dem Ermitteln. Okay, was ist in diesem Raum noch? Ich hab die Katze hinten angesprochen. Die Katze? Das ist eine... Achso, ja, machen wir mal. Dieser Schreibtisch sieht mir antik aus. Klassisches Understatement, aber sicher ein kleines Vermögen wert. Und vergessen wir nicht das offensichtliche Element. Die dicke, fette Plüschkatze, die darauf hockt. Schon süß, nicht wahr? So eine hätte ich auch gern. Ich hab so eine! Süß? Echt jetzt? Schon, findest du nicht? Oh ja, natürlich. Sherl, sag bloß nichts Falsches. Obwohl sie dir natürlich nicht das Wasser reichen kann, Miss. Denn sie ist nur aus Stoff. Sie ist keine Butlerkatze. Kettler? Kettler? Egal. Aber schon seltsam. Eigentlich sind Katzen sehr destruktive Wesen. Aber da sind keinerlei Kratz- oder Kauspuren auf dem Spielzeugen. Keine Krallenspuren. Keine Spuren von Zähnen. Aha! Rexy Wexy ist also eine etepetete Katze. Kratzen und Beißen liegen unter seiner Würde. Nein! Überaus beeindruckend, Sherl. Du bist ein wahrer Meisterdetektiv. Okay. Was gibt's noch? Nicht das Porträt. Die Wanduhr? Nee. Warum sollte das? Rätsel! Wo? Katze! Wo? Vorne! Wo? Ach da! Katze ist... Ja, ist ja nicht so, als wäre das ganze Zimmer voll Katzen. Schon wieder ein Katzenspielzeug. Das Zeug liegt hier überall rum. Oh, das erinnert mich an ein Rätsel mit Katzen. Ja, Mr. Herschel. Katzenpaare. Ah. Oh ja! Oh nein! Oh ja! Ich mag sowas. Jetzt musst du wieder lesen. Oh nee. Kannst du das nicht vorlesen? Sonst kann ich es nicht sofort aufnehmen. Oh. Diese 10 Katzen müssen in Paare aufgeteilt werden, und zwar nach diesen Regeln. Es sollte 3 Paare mit Katzen derselben Art geben, identisch an Form und Farbe. Trägt eine Katze eine Schleife, muss die andere Katze des Paars ebenfalls eine tragen. Bewege die Katzen, indem du sie an die Position einer anderen Katze verschiebst und mit ihr tauscht. Okay. Also warte mal. Es sollten 3 Paare mit Katzen derselben Art geben. So heißt es? Es soll 3 Paare geben, wo die eine Katze dieselbe ist, jeweils? Ey, das ist unfair. Was, wie, also... Warte mal, trägt eine Katze eine Schleife, muss die andere Katze ebenfalls eine tragen? Wie soll das denn gehen? Ich hab's! Oh, ich hab's auch! Ha! Oh, schneller! Mano. Wie ein Lutschbonbon. Das war zu einfach. Ich bin zurück! Ja, weil ich jetzt alles vorlesen muss. Du Schummel!
Ich brauchte auch erstmal trotzdem noch ein bisschen, bis ich gecheckt habe, so. Ja, ich ja auch. Ja. Ich habe dann nochmal in den Rätseltext geguckt und... Ich auch. Ja. Stubentiger-Dompteur. Sie verstehen sich alle blendend. Wenn man sie zuerst nach Schleife und dann nach Art einteilt, wird die Lösung schnell klar. Ja, hab ich auch. Ach so, ja. Sehr gut. Sehr gut, Cheryl. Dafür hast du dir ein Leckerli verdient. Naja, das war doch kein Akt. Also im Zentrum des Raumes haben wir unübersehbar einen großen Blumenstrauß und eine Spitzelkatze. Zeigt einmal mehr, wie sehr sie Katzen liebt, oder? Eine Katzenliebhaberin. Ich würde sagen, wir müssen nochmal Creepy ansprechen. Hallo. Sie müssen wissen, dass die gnädige Frau sehr beschäftigt ist. Und das Tag aus, Tag ein. Deswegen kann ich machen, was ich möchte. Schauen Sie lieber nicht in den Keller. Guck mich so, das ist creepy. Oh Mann, ich finde das... Ich mag das. Schade, dass du davon verängstigt bist. Oh, Kira, es steht 24 zu 19. Los. Nur so aus Interesse, in welcher Branche ist sie denn tätig? Oh, die gnädige Frau arbeitet als Beraterin einer multinationalen Handelsgesellschaft mit 27 verschiedenen Abteilungen, die alles von Tierhaltung vertreiben. Die Katzen vertreiben! Und deswegen ist auch das Tier verschwunden. Nein, das ist ja keine Katze eventuell. Meine Güte, das ist ein breit gefächertes Angebot. Und deshalb liegt ihr die Zeit mit Rex ja auch so am Herzen. Er hat einen sehr beruhigenden Einfluss auf sie. Schatz, das ist gruselig. Mann, aber ich muss das einfach, wenn ich das so höre, dann du musst gehen meine Gesichtszüge damit. Doch. Außerdem, das ist nur ein Gesicht. Glaub mir, mich würde es gerade auch beruhigen, wenn wir Rex finden würden. Wir hätten eigentlich Rex, also wenn Rex gefunden wird, sollten wir Cheryl austauschen. Ja. Kommissar Cheryl wird dann ersetzt durch... Kommissar Rexy Rexy. Genau. Also, den Eingangsbereich hier haben wir schon einmal genug untersucht, meint ihr nicht? Mhm. Frau von Doppelpfund hat auf jeden Fall tonnenweise Katzenspielzeug rumliegen. Ja, weil Katzenspielzeug das und Katzenkram, das ist, was sie verkauft. Das hat nichts mit ihrem Haustier zu tun wahrscheinlich. Ja, meine Güte, wenn sie Katzen derart liebt, ist Rex sicher total verwöhnt. Das ist zwar keine großartige Schlussfolgerung, aber mehr sagt uns dieser Raum hier nicht, denke ich. Also, Shell, weißt du jetzt, wo Rex steckt? Wir haben uns einen Tisch und einen Schreibtisch angesehen und sie fragt mich, ob ich weiß, wo die Katze steckt. Wir werden unsere Suche wohl ausweiten müssen. Das ist wie die Suche nach einer Nadel im Heuhaufen. Diese Villa ist einfach riesig. Wo fangen wir nur an? Entschuldigen Sie bitte. Dürfte ich Sie kurz bei Ihren Ermittlungen stören? Die gnädige Frau meinte, sie dürfen sich gerne im gesamten Anwesen umsehen, außer im Keller, falls ihnen das hilft. Und wissen Sie, Sie sollten vielleicht nicht so oft das Licht anmachen. Wir wollen Strom sparen, wissen Sie. Aber vielleicht ist es gerade in den dunklen Ecken, wo sich das Haustier versteckt. Danke vielmals. Könnten Sie uns wohl den Raum zeigen, in dem sich Rex die meiste Zeit über aufhält? Aber natürlich, das wäre dann der Salon, gnädige Frau. Der Salon der gnädigen Frau, gnädige Frau. Ein sehr sonniger Raum. Leider. Rex macht doch so gern Nickerchen an der Sonne. Verstehe, wir würden uns den Raum gerne ansehen, wenn es keine Umstände macht. Obwohl ich vermute, dass dort seit Rex verschwinden geputzt und aufgeräumt worden ist.
Oh, da irren Sie sich. Die gnädige Frau war da sehr deutlich. Nichts darf am Tatort verändert werden, sagte sie. Und erst hatte ich war ich erschrocken. Ja. Aber dann merkte ich, es ging ja gar nicht um... Ach, egal. Perfekt, könnten Sie uns damit den Weg zeigen. Sicher, Miss. Folgen Sie mir. Katzen-Deko. Das ganze Blut ist noch da. Ja. Neben den eleganten Möbeln gibt es in Frau von Doppelpfunds Villa jede Menge Katzenspielzeug und Katzendeko. Offenbar liebt die gute Frau Katzen über alles. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, sie hasst eigentlich Katzen und hat deswegen einen Hund. Und rüber. Nein! Nicht? Achso, ja, und dann speichern. Oh. Das ist sehr lang, gnädige Frau. Der gnädigen Frau, gnädige Frau. Wie bereits erwähnt, wollten wir eigentlich noch nicht hin. Ich habe Angst, was passiert, wenn ich irgendwann den Stream ausmache. Ich glaube, ich werde streamen bis Ultimo. Wie bereits erwähnt, dürfen Sie sich von mir aus gerne umsehen. Aber nicht jetzt. Seien Sie aber bitte vorsichtig mit den Möbeln und den Ornamenten. Das ist alles sehr teuer, müssen Sie wissen. Deswegen müssen Sie erstmal etwas beantragen, was mindestens 2 Tage dauert. Zur Bearbeitung. Meine Güte, allein beim Gedanken daran bekomme ich schon Schweißausbrüche. Sachen beantragen. Oh ja, und eines noch. Es gibt dort drin sogar ein Bild von Rex, das Ihnen vielleicht bei der Suche hilft. Da drüben links sehen Sie eine Katze. Da drunter. Das ist also das gesuchte Haustier? Sie wissen, dass Rex ein Männchen ist, nicht wahr? Ja, das ist uns schon klar, danke. Ich hasse es, wenn er ausbüchst. Hoffentlich finden Sie ihn schnell. Keine Angst, der Fall ist bei mir und meinem Assistenten Kommissar Schör in besten Händen. Wir lösen ihn frühestens ab Dienstag. Wir haben ja vorher noch andere Sachen zu tun, ja, ja. Schör? Ist das kurz für Shirley? Nein, eigentlich nicht. Schör ist der Name eines Hundes und er ist ein Eher. Oh, höchst interessant. Der Hund ist ebenfalls Detektiv. Oh, Schör, ich hoffe, dass du Rex bald findest. Am besten frühestens Dienstag, weil vorher habe ich zu tun. Am Dienstag um 20.15 Uhr. Genau. Er ist nämlich jemand sehr Besonderes. Eine Hündin. Nee. Du tust wegen des Hausmädchens so, als wärst du ein normaler Hund. Wie umsichtig von dir. Also dann schauen wir mal, was wir in diesem Raum so alles zu finden. Nächsten Dienstag um 20.15 Uhr. Ja, ist ja gut. Oh. Ist es hier nicht einfach himmlisch, so warm und einladend? Ja, man sollte eigentlich hier mal ein bisschen sich länger aufhalten. Ja, aber da ist erst nächsten Dienstag. Ich für meinen Teil bin sehr interessiert an den kuscheligen Sofas. Hier verbringt Rex also den Großteil seiner Zeit. Also könnte es gut sein, dass wir hier auch auf einen wichtigen Hinweis stoßen, der uns Auskunft über den Verbleib des vermissten Tieres gibt. Dann mal ran an die Wurstschale. Los geht's, finde den Hinweis, aber das erst Dienstag um 20 Uhr. Ja, ist ja gut. Was? Wurst? Wurst wo? Ich dachte, ich hätte die Leitung über die Ermittlungen. Hör auf, dich immer vorzudrängeln. Ich bin nach wie vor die Chefin der Detektivleuten. Schale, du arbeitest für mich. Schon vergessen. Was für ein Hundeleben. Viel Glück, Schale. Du findest sicher was. Kommt schon, wir haben keine Zeit zum Trödeln. Wir müssen bis Dienstag warten. Ja, wir haben keine Zeit zum Trödeln. Wir müssen Mario Party spielen.
Wir müssen uns hier drin nicht gründlich umsehen. Oh Mann. Oh, wann machen wir denn heute Abendessen? Ja, eben. Deswegen wollten wir. Ja, aber wann? Also machen wir erst und dann oder andersrum oder? Ich würde andersrum machen. Also erst Mario Party? Ja. Na gut. Hast du Hunger? Nein. Wenn du Hunger hast? Nein! Schatz. Nein. Nein, schon gut. Schon gut, wir können noch. Schatz. Wir können noch. Okay. Das geht ja schnell. Ja. Alles gut. Aber ich habe nicht nachgeguckt, ob wir noch Eier haben. Ich auch jetzt nicht, aber Mautauschen geht noch so. Hm. Ja. Dann. Zugeklappt. Ist ja gut.